connected. Guck mal, wie er mir Platz macht. Ach nee, doch nicht. Er biegt einfach ab. Was? Der laut. Oh Gott. Oh meine Fresse. Oh, und jetzt biegt er rechts ab? Oder was? Und ist schneller als wir? Stell dir das mal vor. Halt's Maul! Never! Das sind die Golfskills. Das sind was die Golfskills. Babo, ey. Was ist das denn? Er ist ja richtig geil. Er ist richtig geil. Wenn man kein schnelles Auto hat, dann muss man so fahren. Hä? Wie? Was, ja. Was war das für ein Trick? Der war. Ich mach vor der Polizei extra ein bisschen Lärm, damit sie dich anhalten. Ich lass die Bitches tanzen à la Figaro. Es ist Blackout, Shorty kriegt dein Blackout. Blackout, Blackout, Shorty kriegt dein Blackout. Moin moin ihr Landratten, was geht ab? Blackies am Start mit einem neuen Dual Drift Vlog. Mit dabei heute nicht nur einer, nämlich Lukas Litt, sondern auch Marlon, der da vor uns ist. Woo! Aus seiner wunderschönen Ducati. Was ist das eigentlich, eine 8x8? Yes. Sehr schön. Richtig geil. Mach mal ein bisschen Power jetzt. Gib mal ein bisschen Gas. Marlon kommt übrigens mit auf die Rennstrecke. Das, was wir schon mal ein bisschen angekündigt hatten. Ne? Eher bei dir in deinen Videos. Aber wir fahren bald auf die Rennstrecke. Ne? Für alle, die es immer noch nicht wissen, das wird richtig geil. Da kommt wieder Christopher mit, kommt noch ein anderer Kollege, Fabi, kommt noch mit. Ja? Das ist ja klar, der war doch in deinem Video. Ja, aber zensiert. Ach so, hier nicht. Wohin? Links, rechts? Ja, rechts. Guck doch auf seinen Blinker, da hat man Blinker. Blinker sind für mich was ganz Fremdes. Die ganzen Motorräder kommen hier alle raus. Ah, ist richtig schön, ist nur echt arschkalt. Ich hab nämlich nur Unterwäsche an, okay. Lukas, okay. Okay. Ich will auch gleich nochmal einen richtig schönen Wheelie machen. Herrlich hier, ne? Ja, Marlon ist dann weg. So sieht das dann auch auf der Rennstrecke aus. Ja. Oh, jetzt. Hä, diese Scheißbrücke ist 50. Warum das denn? Warum? Ich hatte eben 55 drauf. Ich hab 69. Nein, sieht man nicht. Ich hab da aus Versehen so eine Blickschutzfolie vorgeklebt. Hast du echt? Ja, so eine Handyschutzfolie, damit mir nicht jeder auf den Tacho guckt. Auf Privatsphäre. Ja, ich hatte das auch mal, aber bei der KTM habe ich das noch nicht gemacht. Weil ich auch das Gefühl habe, dass die Leute das trotzdem sehen wollen, wie schnell man fährt. Ja. Was ist das hier für eine geile Strecke? Die ist herrlich. Schön. Digga, was denn das? Das sind doch so Milch-Dinger hier, ne? So. Ja, ja. Fischtankwagen. Was für Dinger? Fischtankwagen. Fischtankwagen? Milch. Milch? Milch ist Gift. Was? Was? Oh, das ist geil hier. Ja, wollen wir eigentlich nochmal erzählen, was wir in München machen, dass wir vielleicht auch was mit... Stimmt! Können wir auch mal ankündigen, ne? Ja, können wir schon machen. Wenn das Video rechtzeitig kommt. Hier durch die Stadt. Genau, nächste Woche schon, oder? Nächste Woche. Nein, also übernächstes Wochenende, oder? Das Polizei da vorne. Ja, bestimmt. Übernächstes Wochenende? Ja. Genau. Hey, das ist keine Polizei. Na, aber ist übernächstes Wochenende, oder? Ja. Also übernächstes Wochenende, in 2 Wochen fahren wir runter nach München. Und da stellt uns netter, freundlicherweise Suzuki schon mal GSX-Rs, die 9000er R-Modelle. Ja. Alles, Vollgas. Weil die werden wir auch auf der Rennstrecke fahren, und um da einfach mal ein Fahrgefühl zu bekommen und das zu sehen, die, ne? Wie sich, das genau, das sind die Motorräder, die wir dann auf der Rennstrecke fahren werden. Und um einfach mal da zu sehen, okay, wie verhält sich das Motorrad, wie fühlt sich das an und so, sind wir ein Wochenende unten, treffen dann auch Raudio, wer ihn kennt,
mit seiner, der hat eine goldene Gixxer. Ja, super schön. Da werden echt kranke Fotos. Checkt auf jeden Fall mal Instagram von Lukas und von mir hier aus. Ja. Und ja, was wollte ich noch dazu sagen? Ach ja, vielleicht haben wir die Möglichkeit, mit Moji mal ein Video zu drehen. Vielleicht kriegt er bis dahin hoffentlich die Möglichkeit, mit uns ein Video zu machen. Finde ich auch gut, hört sich besser an eigentlich. Also. Ja, genau. Und hoffentlich hat er bis dahin dann seinen Sena schon bekommen. Hat er keinen? Nee, also er redet mit denen. Ich hoffe, die schicken ihm bis dahin eins zu, dann können wir nämlich einen richtig geilen Dual-Vlog aufnehmen. Sonst wäre das natürlich schade, so einen Rückschritt zu haben wieder. Ich fahr mal hier neben. An der Ampel so, aga. Hallo! Ja, dann nehmen wir dieses Schreien an der Ampel, das ist dumm. Sind übrigens Einzylinder, Zweizylinder, Dreizylinder? Ja, genau. Einzylinder, Zweizylinder, Dreizylinder ist wieder geil. Geiler Mix. Und die Ducati sieht natürlich einfach brutal aus. Ist bei der Ducati so geil? Die ist nicht so überkrank laut, aber die hat so einen richtigen... kernigen, bassigen Sound, auf jeden Fall. Oh, ich blink übrigens. Hat er eigentlich Bock, da vorne zu fahren oder nicht so heute? Ist das ein MX-5 oder sowas? Heißt das ja, so? Ja. Aber ein alter dann. Wollten wir nicht eigentlich eine Runde Landstraße fahren? Jetzt sind wir schon wieder in der Stadt oder so. Ey, geht gleich wieder raus. Geil. Ja, die Leute wollen ja auch immer mal Landstraßen-Action haben, ne? Ja, aber dann klicken sie halt doch nicht drauf, ne? Ja, ist echt so. Also machen wir das einfach. Wir nehmen Stadtbild und fahren dann auf der Landstraße. Also im Stadttitelbild fahren eigentlich Landstraße. So macht man das heutzutage. Da unten hat einer geangelt. Glaubst du, das war Harz Rider? Ist das hier der Fischteich-Block? Oh, geil. Ja, Marlons erster Tag heute, ne? Echt? Saisoneröffnung, ja klar. Bist du Saison April? Der Reifen ist auch jungfräulich. Der ist brandneu. Boah. Sexy. Ja, ja. Schön Metzler, richtig geiles Teil. Ja, der hat auch da noch überall so diese Schmiere drauf vom ja. Auf die Felgen. Draufwichsen. Machen. Hm? Hat er nicht gesagt. Da ist die Polizei. Oh, da ist die Polizei. Keine Fahrzeugpartiere mit. Warum eigentlich nicht? Ich hab vergessen. Hast du noch einen Sticker? Ja. Legalize Wheelies. Den habe ich auf der Messe bekommen. Ich erinnere mich leider nicht mehr von wem. Ich glaube, ich so einen nicht bekommen. Oh, die Polizei fährt schon langsam, ich sehe sie. Ja, Leute, wollen wir nochmal rechts abbiegen? Zu Bruno Franz. Nö. Ey, wir müssen geradeaus. Ja. Ist doch lustig. Hey, witzig. Ich mach vor der Polizei extra ein bisschen Lärm, damit sie dich anhalten. Ich hasse euch. Ja, alles klar. Ich fahr tanken. Hä? Hör mal auf. Also, die hören uns doch sowieso nicht. Ja, hören sie sowieso nicht, das stimmt. Ach so. Ich nehm das DB-Gerät noch mit. Wir müssen das nochmal nicht in der Garage machen. Unbedingt. Draußen auf unserem Platz, den wir haben. Und da können wir das dann auch mal gegen Nick machen und da können wir das mal gegen Lambo machen und so weiter. Dann komme ich ohne M-Top. Oh, eine Multiscore. Ohne Endtopf. Ganz ohne. Das ist mir ja mal passiert mit meiner Z57, ne? Da ist die Schelle irgendwie aufgegangen, weil die Schraube irgendwie sich abvibriert hat oder was auch immer. Und dann ist ist der ganze Endtopf darunter gerutscht und ein Stück abgesenkt gewesen. Und auf einmal war die so krank laut. Ich dachte, was geht denn jetzt ab? Wir müssen gleich die erste wieder raus. Und ich dachte, ey, das wäre richtig witzig, hätte die Polizei einfach Kreis gemacht und wäre jetzt wieder vor uns. Dann wäre ich im Boot versunken. Hier? Kostet das, wenn man einen Fahrzeugschein nicht mit hat? Gar nichts. Du musst nur zu der Polizei vorfahren und das nochmal bestätigen. Jo, da habe ich auch richtig Bock drauf. Tschüss, Marlon. Was denn hier überhaupt für eine Beschränkung? Hier ist 100. Echt? Lass mich mal ein Wheelie machen. Just a prank, hier ist 70. So, jetzt kommt hier ein richtig schöner Wheelie für euch, ungefährlich. Ich nehme schon wieder nicht auf, weil ich auch nicht auf den Spiel. Sieht wunderschön aus. Jetzt Kurven ist immer schwer. Krank, ich bin gerade eine Kurve gefahren. Und unter 70, ne? Hier. Ach, jetzt komme ich. Warte, volle Konzentration, ich warte, bis das Auto weg ist. Bist du bereit? Ich bin bereit, jetzt... Wahnsinn, das war das Schönste, was ich heute gesehen habe. Das war der längste Wheelie. Ich mach hier auch nochmal einen. Oh, der war aber nicht schlecht, Schatzi. Ja, aber die sind so cool. Und währenddessen macht Blackout einfach wieder einen 10 Kilometer Wheelie hinter uns.
siehst du nur einen schwarzen Strich. Ohne Scheiß, wenn du nach hinten guckst, siehst du einfach einen schwarzen Strich. Oh. Was stimmt mit dir nicht? Ja, ich stehe halt jetzt gut auf der Bremse drauf und kann das gut kontrollieren. War voll die geile Strecke hier eigentlich, ne? Ja, ich mach nochmal. Mit 70. Nach dem Auto und... Ja, mein Bike kann danach direkt wieder in die Werkstatt. Achso, übrigens 1800 Euro, Sören. Plus TÜV-Gebühr. Boah, 1800? Krank, das ey. Das mache ich ja mit meinem YouTube-Klick am Tag. Boah, aber deine schreit so böse. Jetzt pass mal auf, hier vorne ist eine richtig gute Strecke. Ich versuche jetzt mal mitschalten und schneller zu werden. Pass mal auf, warte. Soll ich GoPro anmachen? Warte. Dritter Gang. Oh. Oh. Ja. Der war. Hast du es aufgenommen? Nö. Oh. Das war so schräg war ich noch nie. Da musste ich, da was war hinterm Kipppunkt. Das war schon. Da muss ich, aus. Da muss ich jetzt bremsen. Ich glaube, das Video hat den Titel verdient, Wheelies auf der Landstraße oder irgendwie sowas. Gut, dass ich dabei bin. Ja, vor allem konnte ich jetzt mal hier ein paar Wheelies machen und den Leuten das mal zeigen, weil viele ja immer meinen, ich hab's überhaupt nicht drauf. Also wirklich, ich kann gar nichts so, weil ich ja in der Wheelie nicht so lange in der Stadt nicht so lange Wheelies ziehe. Hier ist 100, warum fahren wir eigentlich 80? Weil wir die fahren zu langsam eigentlich. Weil hier wieder 70 ist. Ah, hier wieder 70. Hier vorne links kommt gleich der Sportwagenhändler. Sportwagenhändler? Mit der Ventador und all so einem Scheiß. Ah, ist das der, wo Uwe auch ist? Immer? Keine Ahnung. Elbe Sportwagen heißt die, glaube ich. Ich glaube, ja. Müssen wir mal gucken, ob die was Schönes da haben. Ja, dann können wir was mitnehmen. Yes. Nimm hier gleich, ich muss mal langsam fahren. Genau. Hier links. Ah, was steht hier Schönes? Ferrari, Aventador. Ferrari, Porsche, noch ein Ferrari. McLaren steht da drin. Oh, McLaren P1, ja. Lecker, und hast du das von Flying Uwe mitbekommen? Ja, klar. So witzig. Und ich dachte, ich hab's jetzt zuerst echt abgekauft, weil das einen Tag vorher halt begonnen hatte. Ja, ich auch, aber war ja auch witzig. Ja, auf jeden Fall. Aber ich hätte ihm auch zugetraut, dass er sein McLaren... Ja, das... Na klar. Das ist ja jetzt auch nicht sowas krasses so, ne? Weil... Und er wollte sich ein Dingens holen, ja. Super Veloce. Ja, ja. I know. Aber das Ding ist, er hätte halt das Geld dafür, ne? Also, so ein krasser April-Scherz ist es nicht. Das ist nur... Das wäre so, als würde ich sagen, ich habe mir jetzt noch eine 350er Enduro gekauft. Ha, April, als ob. So, hä? Halt nur, weil es für uns alle so unerreichbar ist. Aber er hat ja mehrere Businesses am Laufen und so. Und der könnte das schon gut machen. Ich meine, so, wenn er schon McLaren fährt. Ne, also dann ich benutze den Aventador ja als Daily. Ist nicht so bequem. Halte ich für ein Gerücht. Das halte ich für ein Gerücht. Oh, so, wo fahren wir längst? Wo sind wir? Wir waren hier schon mal. Hier haben wir Bike-Tausch gemacht, Digi. Wir beide? Ja, wir beide. Wo fahren wir denn hin überhaupt? Weiß ich nicht, aber wir waren hier schon mal. Oh, der Sumo-Fahrer mit Bein raus. Ja, tschüss dann, ne? Ich muss hier nochmal durch die Kurve. Ach so. Oh, fuck. Jetzt bist du hinter uns. Ja, jetzt bin ich auch hinter einem I Love Vagina-Sticker. Don't touch my car. Und dann sind da Minions und dann... Every day I see my dream und I love vaginas. Mehr Sticker. Und der hat so ein dickes Rohr drauf. Zwei sogar. Mal richtig Lärm. Ich bin nicht der Lärmer. Oh. Geil. Ja, hast du jetzt den Roman da hinten durchgelesen oder? Ja. Ich glaube, der will rennen.
aber das machen wir natürlich nicht. Ich glaube, der will ein Rennen. Der pusht wohl. Natürlich! Weil das ist ein Rennen. Weil er krassen Golf hat. Das war doch das Startauto mal bei Need for Speed, oder? Das war das gerickste Auto, was man haben konnte. Sag ihm das mal! Ja, mach ich gleich. Ey Bruder, ich kenne ein Auto von Need for Speed, das war Starterwagen. Hä, er hat so weiße Felgen drauf, das sieht ganz geil aus. Oh, jetzt. Oh, da sind Einradfahrer! Krank, die machen Wheelies die ganze Zeit, weil sie nur auf einem Rad fahren können. Guck mal, wie die rumwackeln mit ihren Händen. Die sind beweglich, sind die. Ich hab das mal probiert, das war nicht so gut. Doch, ich konnte es auch mal ein bisschen. Ja. Meine Schwester hatte mal einen. Boah, jetzt drückt er richtig. Jetzt will er richtig pushen. Filmt ihr noch, oder? Boah, der hat richtig Bock auf dich. Ja. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht mehr. Ist so klein in deinem Rückspiegel? Ja, war weg. Na, jetzt kommt er wieder. Jetzt bremst er. Jetzt kriegt er gerade den nächsten Gang rein. Boah, ist das kalt. Kommst du jetzt mal wieder her oder pimmelst du die ganze Zeit hinter diesem komischen Golf her? Ich chill hinter dem jetzt. I love vaginas, Digga. Guck mal, wie er mir Platz macht. Ach nee, doch nicht. Er biegt einfach ab. Boah, ist der laut. Oh Gott. Oh, meine Fresse. Oh, und jetzt biegt er rechts ab. Oder was? Und ist schneller als wir? Stell dir das mal vor. Halt's Maul! Never! Das sind die Golfskills. Das sind die Golfskills. Was ist das, Babo, ey? Was ist das denn? Er ist ja richtig geil. Er ist richtig geil. Wenn man kein schnelles Auto hat, dann muss man so fahren. Hä? Wie? Was, ja. Was war das für ein Trick? Das, vor allem. Hä? Das ist Videotitel. Golf. Rennen. Cheatet das System oder so. Er hackt das Straßenverkehrssystem. Oh, Windrennen! Er liebt sich im Überholverbot mit der Sozialität. Ja, aber der war auch eben an einem Zollenspieker. Der war gefühlte 70 Jahre alt oder so. Ich glaube, der muss da ein bisschen pushen, um gut anzukommen. Ja. Ich glaube, der hat eine junge Chica da hinten drauf. Also wer nochmal sagt, wir fahren unverhältnismäßig schnell oder also sind Rowdies, der guckt sich bitte andere Motorradfahrer an. Jeder, der das sagt, darf mich jetzt gerne abonnieren. Warum blinkst du das? Ja, das hat mich auch richtig verwirrt. Natürlich auch. Achso, hast du das mit der Schraube eigentlich erzählt? Nee, stimmt. Mir ist meine Verkleidung auf dem Hinweg, auf einmal weht meine Verkleidung mir so gegens Knie und ich denke mir, was geht denn jetzt ab? Ne? Und ich war mit einem anderen SMCR-Fahrer unterwegs, André hieß er, und er zeigt so darauf. Und ich denke mir, was geht denn da ab? Geiles Motorrad. Ey, hier war ich mir mal mit der Super Duke. So, ich fahre jetzt an die Ampel mal schnell, damit man das sehen kann. Der Golffahrer ist auch weg, der hat so hart gecheatet. Und diese Schraube habe ich einfach verloren. Oh Gott, ich kipp gleich um. Diese Schraube habe ich verloren. Und dann hat er mir eine neue Schraube besorgt. Und jetzt ist wieder dran. Junge, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Digga, das ist schon laut, ne? Ja! Ja! Dass die dann nicht mehr angeht? Was? Nee, war ein Spaß. Oh Gott. Oh Gott. Keine Batterie, ey. Ja. Ich hab nur eine Batterieladung. Ja, so was hast du gemacht? So, auf jeden Fall fahren wir jetzt hier noch ein bisschen weiter. Nimmst du jetzt auch einen Vlog auf? Ja, wir nehmen gleich irgendwie noch einen Vlog auf. Ja, perfekt. Schaut auf jeden Fall bei Lukas vorbei. Lasst ihm ein Abo da. Der hat gerade seine 50.000 geknackt. Yeah. Schreibt bei seinem neuen Video mal herzlichen Glückwunsch zu den 50.000. Wahrscheinlich habe ich dann schon 60.000. Ahahaha, stimmt, ist auch jetzt wieder ein bisschen vorproduziert. Das kommt wirklich erst in 8 Tagen oder so. Ja, kann sein. Schreibt es mir trotzdem in die Kommentare. Schreibt es ihm trotzdem in die Kommentare. Zu Verwirrung. Oder schreibt herzlichen Glückwunsch und dann eigentlich rechts oder geradeaus? Echt? Ja, und dann kommen auch schon Rennstreckenvideos alles. Das wird ja krank. Genau. Es wird richtig geil. Auf jeden Fall gibt es nicht mehr zu sagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Däumchen wäre wie immer ein Träumchen. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut.
Peace und haut rein, ihr Nachtratten. Pa, pa, pa.